Moin Amigos, moin zusammen, hallo, grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut und ihr habt alle einen schönen Feiertag. Es gibt Neuigkeiten und zwar Lead Paccarada droht für Sonntag auszufallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Man weiß natürlich wieder nicht, was er hat, ne? Man möchte jetzt auch keine Prognose wieder abgeben, ist auch wieder ganz toll, ist auch alles wieder ein Hexenwerk hier. Fakt ist, der Gute ist wohl zum Training gekommen, ganz normal anscheinend. Laberababa zieht sich um, Laberababa tutti frutti, dann stehen sie halt auf dem Platz, wollen sich warm machen oder er macht sich mit warm und auf einmal, ich zitiere Baumgart, er war nicht mehr trainingsfähig, deswegen haben wir ihn runtergenommen. Ja, fällt mir schon wieder gar nicht so ein. Okay, ja, sollte Lea Paccarada ausfallen, wäre es natürlich nochmal ein Schlag in die Fresse obendrauf. Und sollte Baumgart zum Sonntag tatsächlich Dominik Heinz als Linksverteidiger aufstellen, dann ist dieser Trainer nicht mehr tragbar. Dann musst du da jetzt tatsächlich Finkgräfe aufstellen. Punkt. Ersatzweise meinetwegen Benno Schmitz. Okay. Und dann Carstensen als Rechtsverteidiger. Okay. Aber nicht Dominik Heinz. Aber gut, das wäre es jetzt erstmal von mir. Gute Besserung natürlich für Lead Paccarada. Ach so, Matthias Olesen konnte heute die Trainingseinheit ganz normal mitmachen. Es heißt, wenn er bis einschließlich Samstag, wenn die jetzt durchtrainieren, und nicht wieder irgendwie ein Päuschen einlegen, weil das alles zu viel Training ist, da eine Stunde trainieren am Tag. Dann ist Matthias Olesen zumindest wieder eine Option für den Spieltagskader. Auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite macht jetzt irgendwie auch alles nicht besser. Ne, aber gut, dann willkommen zurück, Matthias, Matze, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, gute Besserung, Lea Paccarada. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Vielleicht kannst du auch morgen oder übermorgen auch schon wieder voll mittrainieren. Das wäre wünschenswert. Ansonsten, ja. Es geht halt leider irgendwie alles, ja, den Bach runter. Ist da irgendwie nichts Neues, dass, wenn wir schon am Boden liegen, dass da nochmal was passiert, ne? Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Gut, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen, ja, Feiertag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Haut rein, macht's gut. Tschüss.